Trump descent. Sunlight. I've been dreaming of it for months. But it's hard to enjoy alone. The crash seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Hallöchen, hallo und herzlich willkommen bei Subnautica, dem Unterwasser-Survival-Gameplay. Wie ihr wisst oder nicht wisst, je nachdem, hatte ich ja schon mal ein paar Folgen gemacht zu der ganzen Sache hier. Und das Spiel hat sich aber gut weiterentwickelt, war ja damals noch in der Early Access. Und es wurden ziemlich viele Fehler so ein bisschen ausgeschliffen, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob die zum Teil im Ansatz noch bestehen. Auf jeden Fall schwimme ich auch ohne Flossen wesentlich schneller als vorher, was ein Vorteil ist. Und ich glaube, das Oxygen geht auch nicht mehr so schnell leer. Was mit auch daran liegt, dass ich jetzt ein bisschen vorgebaut habe. Und mit im TS in der ist der Andreas. Sag mal hallo. Hallo. Der ist jetzt nur mit dabei, falls ich Fragen habe, weil ich das Spiel auch beendet habe. Aus dem Grund, weil ich teilweise nicht mehr weitergekommen bin oder beziehungsweise auch gar nicht mehr wusste, in welche Richtung ich mich jetzt bewegen soll, was ich tun muss, um bestimmte Spielziele zu erreichen. Weil ja auch nicht gesagt wurde, hey, schwimm mal dahin oder tu mal dies oder tu mal das. Das gab es ja damals in der Early Access noch nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen geändert worden. Hier unten schwimmt schon wieder Pirscher rum. Und, oh, Freundchen. Oh. Komm her, ich habe einen Wasserlöscher. In your face. Hatten wir ja schon mal in der letzten Folge. Oh ja, das waren wesentlich mehr Pirscher und die waren auch, glaube ich, etwas aggressiver, meine ich mal, als sie das jetzt sind. Ja, wie ihr seht, ich habe einen Feuerlöscher auf der 1 liegen, auf der 2 liegt ein Scanner, auf der 3 liegt ein Messer. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, müsste man mal ausprobieren. Auf der 4 liegt sowas wie eine Fackel, müssen wir auch noch ausprobieren, habe ich noch nicht. Und auf der 5 ist ein Gleiter. Und von dem werden wir jetzt Gebrauch machen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, aber mit dem Hilfe von Andreas ging das alles ganz flott. Da hatte ich das Ding. Oh, das hat er. Was ist denn das? Ist das so eine Art Scanner, der da vorne dran ist bei dem. Was hast du denn gemacht? Da war ein Pirscher, der mir gerade den Hintern abbeißen wollte. Ach so. Und die schreien doch vorher, da habe ich mich gerade übelst erschrocken. Dann nochmal kurz zur Information. Also ich bin jetzt auch nicht der Subnautic-Profi, aber ich habe das Spiel jetzt schon mal mit der Early Access-Version komplett durchgespielt. Also ich kenne dann ungefähr die Position, die Teile. Die liegen auch jedes Mal gleich. Die sind jetzt nicht zufällig verstreut, die haben feste Punkte. Und ja, da kann ich schon ein paar Tipps geben. Und guck mal einfach mal, ob es hilfreich ist. Was hat denn eigentlich dieses Ding, dieser komische Gleiter da vorne am Visier dran? Ist das so eine Art Kartenabbildung, eine digitale, oder soll das ein Licht sein? Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut das den Meeresboden widerspiegeln. Abscannen quasi. Oder ob das jetzt. Ob du dadurch Höhlensysteme erkennst. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das jetzt noch nicht so wirklich genutzt. Ja, ich glaube ja. Kann ich ihn. Ach so, schalte ich das aus. Schau mal die Oberfläche. Ups. Hui. So. Macht das jetzt Sinn?
Ich habe ja jetzt diesen tollen Gleiter gebaut. Macht das Sinn, für den Anzug Richtung Aurora zu fahren mit dem Schwimmding, mit unserem Gleiter? Oder macht das keinen? Weil du meintest ja mal, man könnte da dann die Rüstung bekommen an der Aurora zum Abscannen. Nee, also als erstes, die Aurora, die war ja bei dir schon explodiert. Ja. Jetzt hast du da einen radioaktiven Bereich. Ja. Wenn du dich da annäherst, wird das ja auch angezeigt. Okay. Jetzt hast du mal die Frage, hast du diesen Radio oder diesen Radio Strahlenschutzanzug schon an? Nein. Dann solltest du das tun, bevor du dahin gehst. Den kann ich aber noch nicht bauen. Nee. Also ich wüsste nicht wo. Den hattest du in, als die Aurora explodierte, da hast du eine Info bekommen, dass dir jetzt ein neuer Anzug als Blaupause zur Verfügung steht. Ja. Und da gehst du zu deinem Fabrikator und da ist der drin. Ah ja, okay. Oh, Klubschi, komm her. Mal schnell Futter fangen hier. Ach, hab dich. Oh, dann machen wir das mal. Schrott haben wir genug. Das soll ja Schrott sein wahrscheinlich. Metallschrott, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, Mensch, wo war denn jetzt meine Rettungskapsel? Hui! Ja, wer jetzt nicht mehr weiß, worum es geht, wie gesagt, ich habe mal hier Folgen zugemacht und da habt ihr auch die Anfangssequenz. Also wir sind praktisch abgestürzt auf einem Planeten, der mehr oder weniger komplett mit Wasser bedeckt ist und müssen uns hier in dieser Umgebung quasi zurechtfinden, können uns hier eine Basis bauen und Kreaturen bezwingen und ja, ist eigentlich wie Ark. Auch so ein bisschen. So ein bisschen ansatzweise. Nicht genau wie Ark, aber so vom Spielinhalt her kommt es dem schon relativ nahe. Ist nicht ganz so intuitiv. Dauert ein bisschen, bis ihr euch da reingefuchst habt, aber ja, wenn man es erstmal raus hat, geht's. So, was habe ich hier Schönes drin? Irgendwelche Kreatureneier, die ich nicht brauche. So, jetzt wollte ich mal gucken nach dem Anzug. Das kann ich ja wahrscheinlich nicht. Warte mal, Ausrüstung wahrscheinlich. Geräte? Nee, auch nicht. Ausrüstung. Strahlenschutzanzug, Tatsache, da ist er. Bleigefütterter Anzug, der vor Strahlung schützt. Wir brauchen 2 Blei und Fasergewebe. Ja, das einzig Schwierige ist Blei. Und das gibt es jetzt nicht so oft. Das Fasergewebe ist leicht, das gibt es bei den Schlingpflanzen. Auf dem Boden oder wo muss ich das suchen? Hast du schon dir ein Messer gebaut? Ja. Hast du? Ja. Okay, und dann gehst du mal zu der Schlingpflanze hin und schneidest einfach von dem Grün was ab. Okay, nicht also von nicht, nicht von dem Grün. Okay, gut, das machen wir mal. Mal noch ein Tipp, dass du deine Kapsel leichter findest. Ja. Die ist ja jetzt so blau markiert. Aber wenn du hinguckst, hast du doch so ein blaues Symbol. Ja, genau. Genau. Wenn du jetzt auf Tab drückst und tust mal den dritten Reiter Signalmanager. Ja. Da kannst du die zum Beispiel rot oder gelb machen, dann sieht man die schneller. Ah, okay. Gut. Ich hab dir das Symbol jetzt auch immer so auf dem Bildschirm, sag ich mal. Von der Kapsel. Aber was bringt mir das? Das hängt ja, das zeigt ja keine Richtung an oder so, in die ich schwimmen muss. Was? Nur kurios, normal nicht. Normal ist das immer bei der Kapsel. Das Symbol. Oh, Mama mia. Was kaputt gemacht? Nein, Hirscher.
Wird doch gerade wieder dunkel, deswegen. Oh. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, das ist doof. Ja, jetzt können wir ja mal die Fackel ausprobieren, Mensch. Zack. Und da fliegt sie. Wäre so unglaublich viel bringen. Tut jetzt nicht. Kann ich die jetzt wieder aufheben zur Not? Ja, kann ich wieder einsammeln. Das ist ja gut. Und dann kann ich mit der Fackel schwimmen. Ah. Gut. Schon wieder so ein scheiß Pirscher. Mann! Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn, so wirklich jetzt hier in der Dunkelheit. Aber wenn ich jetzt nämlich das Messer wieder ziehe, sehe ich wieder nichts. Ah! Oh je! Nein! 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 Pfui! Aus! Ich schmecke nicht! Ist er schon weg? Ja. Huch! Nee, also das Symbol zeigt mir ehrlich gesagt gar nichts an. So richtig. Also es bleibt immer an der einen Stelle, egal wie ich mich drehe und wende. Oder weit weg schwimme oder so. Ja, dann ist da wohl irgendwas buggy bei dir. Normal ist das Symbol direkt unter der Rettungskapsel drunter. Und wenn du jetzt weiter weg bist, siehst du die halt. Also dieses Symbol siehst du dann immer. Ja. Nee, ich glaube, dann ist es buggy. Ich habe das nämlich immer am Bildschirm kleben. Nee, dann war das wohl vorher auch dort, weil dort tust du ja eigentlich bloß die Farbe ändern. Gott, Ausrüstung, wo waren das jetzt wieder? Hier. So, jetzt habe ich ja diese komischen Schlingfasern, ne? Jetzt muss ich mir irgendwo das Fasergewebe, das kann ich mir bestimmt bei Ressourcen bauen, ne? Nee. Elektronik? Nein. Nee, das doch, war da schon richtig Ressourcen. Doch, da ist es. Einmal. Nur einmal? Ich habe doch so viel eingesammelt. Na gut. So, was wollte ich jetzt bauen? Den Anzug. Was? Flüssigkeits... Oh ja. Flüssigkeitsaufnahme. Ganz dringend gerade. Ich habe ein bisschen wenig Fische gefangen gerade. Das ist nicht so gut. Ach ja, Inventar war ja schon. Das dafür dann Lebenszeichen stabilisiert. Oh, schön. So, was brauchen wir denn noch? Wo war denn hier? Ach, ich brauche zwei Fasergewebe. Dafür brauche ich wieder Schlingpflanzenproben. Hm. Na gut. Ach, vielleicht, wenn es gleich wieder hell ist, können wir ja nochmal losschwimmen. Habe ich jetzt auch so. Hast du die zwei Blei? Ich guck, warte mal, ich muss erstmal meine ganzen Inventarsachen hier durchwühlen. Ich habe einmal Blei. Bräuchte ich also nochmal. Ja, kannst du nämlich gleich verbinden. Ja, genau. Gucken wir mal. Ob es noch dunkel ist. Ist noch dunkler. Ja, das ist die explodierte Aurora. Hast du eigentlich schon mal probiert, bevor die Aurora explodiert, dorthin zu schwimmen? Hast du das schon hingekriegt irgendwie? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen.
ob es da irgendwas gibt, was man retten kann oder so vor der Explosion. Nee, ich glaube nicht. Ah, oh, da geht die Sonne auf. Na, Svenja. Nicht ganz. Und da oben sind die Flugrochen wieder. Oder sowas. Ich weiß nicht, was du da vor Flugrochen siehst. Sowas gibt's eigentlich nicht. Also bei mir gibt's sowas. Da bin ich schon mal gespannt. Gibt's auch irgendwann ein Maschinengewehr oder so? Nee. Nee, schade. Sonst hätte ich vielleicht einen für dich mal vom Himmel schießen können. Es gibt ein Stasi-Gewehr. Da kannst du die betäuben, ja. Ein Stasi-Gewehr? Okay. Stase. So, wir brauchen nochmal Pflänzchen und Blei. Gucken, ob hier... Ach, im Übrigen, ich habe mal geguckt, das, was ich letztens meinte zu dir mit diesem ekligen Vieh, was ich mal gesehen hatte, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge war das, die ich gemacht hatte. Da habe ich doch tatsächlich so einen Sandhai gesehen, von dem ich meinte, der wäre so eklig gewesen. Aber es sah für mich irgendwie aus wie so ein ekliger Tausendfüßler am Anfang. Ach so, nö, so hässlich sind die nicht. Ich die beißen aber. Ja. Ja, die sind mehr nervig. So, noch einmal. Die Fasern und jetzt, was brauche ich noch? Blei, genau. Und ganz dringend Essen und Trinken besorgen, nicht vergessen. Du düst ja sicherlich mit deinem Seekleid rum. Wenn du da mal in das Gebiet kommst, wo diese roten Algen auf dem Boden sind. Ja. Da musst du mal gucken, da dahinter sind so eine Felsen und da... habe ich mein Blei gefunden. Ach, oh Gott, ja. Da sind aber ganz viele Sandhaie. Okay. Ist aber nicht da, wo... Ich habe gerade einen kranken Sandhai entdeckt. Einen kranken Sandhai? Ja. Ich weiß nicht genau wie, aber man kann sich ja auch so eine Infektion zuziehen. Okay. Ja. Und der Sandhai, der hat da lauter grüne... Punkte. Das kannst du auch kriegen, dann kriegst du so grüne Hände, dann kriegst du so Wulste auf die Finger. Und irgendwie kann man sich dann auch wieder heilen. Aber so weit war ich noch nicht. Bioreaktor-Fragment. Cool. Das können wir gleich mal. Geil. Das jetzt aufgenommen? Ja. Ich glaube, wenn die Steine so mit der Hände... jetzt wird's rot. Kurzstrecken. Oh, da ist er. Da ist er, der komische Sandhai. Da unten. Hallo, Freundchen. Kann ich den mit einem Messer töten? Ich glaube nicht. Diese Kleinen hier, diese Blutsauger und diese Parasitenfische, die kannst du töten. Ist ja auch die sind so rot, rot-weiß. Aha. Sind die auch hier da, wo die Sandhaie sind? Ja, ja, sind ganz kleine. Die schwimmt ja auch hinterher, die wollen dich immer so anbeißen. Und wo meintest du, da wo das rote Gras ist und dann, wo lang? Da dahinter ist doch so ein Berg. Ja, hier wo diese Fliegesteine dranhängen, oder was? Nee, bei mir sind da Algen drauf. Algen. Also diese Schwingpflanzen? Ja. Ah, okay. Und das ist egal, guck einfach so an diesen Hängen rum. Wie sieht denn das aus? Was habe ich jetzt gesammelt?
das Blei. Naja, das erkennt man ja nicht. Das sind ja entweder Sandsteinablagerungen oder Kalksteinablagerungen an diese Felsen. Aha, okay. Und ich glaube, aus Sandstein bekommt man mehr Blei. Und Kalkstein bekommst du so Kupfer raus. Aha. Hier habe ich schon mal Salzablagerungen gefunden. Ah, nein, ich muss mir unbedingt wieder so einen Blubbelfisch fangen. Das verdurste ich wieder. Ruhe hier, Pirscher. Keine Zeit für dich. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, wo wieder meine Kapsel hin ist. Hier lang vielleicht? Ja, das sieht gut aus, hier schon, die Sekiro. Fische, wo seid ihr? Schwimm mal an die Oberfläche. Wait. Blubbelfischis. Ei, was ist das hier für eine coole Strömung? Ei, das kocht das Wasser hier unten. Das ist ja krass. Huch! Ah! Vulkanausbruch oder sowas? Was ist denn jetzt los? Hui! Was ist das hier für eine coole Höhle? Ja, die solltest du meiden. Okay. Das ist irgend so ein Geysir. Da findet man auch ein bisschen so Materialien drin, aber das tut doch verdammt weh, wenn man da reingeht. Sandsteinaufschluss. Noch nicht. Ich muss die Steine erst kaputt machen. So, jetzt. Ah, es wird schwarz. Oh. Schwein gehabt. Ja, ich finde irgendwie die Steine gerade nicht mehr. Es ist ein bisschen komisch gerade. Nee, das ist so. Doch, die sind halt schwer zu finden. Da musst du halt immer in diese Felshänge gucken. Erstmal brauche ich was zu trinken, unbedingt. Das geht sehr schnell zu Neige grad. Hallo, Blubbelfische. Wo seid ihr denn alle, wenn man euch braucht? Ruhe hier. Hier sind Fische, das sind keine Blubbelfische. Aber die kann ich trotzdem zum Futtern mitnehmen. Ganz viele Bumerangfische. Was ist denn das? Achso, da war die, hat die Seko wieder hingeschissen. Ah! Das war hier so ein roter Fisch gerade. Wie lang schwimmen die mir hinterher? Nee, gar nicht lang. Die sind dann gleich wieder weg. Du darfst bloß nicht stehen bleiben. Also die verfolgen dich jetzt nicht hier über ein paar Meter, also 100 Meter. Die schwimmen dir mal kurz hinterher und dann bist du wieder außer Reichweite. Gut, dass ich immer ein bisschen Reservewasser bei mir zu Hause habe. Doppelfischis. Da ist einer. Oh ne! Kracher, geh weg! Bäm. So, der hat aber was gezogen jetzt. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja noch. Wo ist jetzt der Blubberfisch hin? Blubbifisch? Hier. Zack, so rein, Hammer. Bräuchten aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Oh, hallo Pirscher. komm doch, ich bin viel schneller als du. Da ist noch ein Blubfisch. Blubfisch. So. Da unten war noch einer. Und gleich mal ein bisschen Reserve mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Ah, komm her. Hm,
dran vorbeigefahren. Nochmal dran vorbeigefahren. Das ist er umgedreht. Nochmal dran vorbeigefahren. Vielleicht sollte ich einfach das Ding wegpacken. So, wo ist er hin? Da unten. Hä? Hallo, kann ich den nicht mehr aufnehmen? Inventar voll, verdammt. So, nochmal schnell gucken. Da. Ja, der Andreas ist schon wesentlich weiter als ich. Deswegen nehme ich den auch zu Rate, weil ja, hier gibt es halt keine Erklärung, kein so richtiges Questziel. Es gibt hier aber so einen Kommunikator und da irgendwie kann ich was nochmal finden? Irgendwelche andere Rettungskapseln. Andere Rettungskapseln, ja. Kann schnell was kochen. Weil mein ja, ich weiß, dein Wasser ist alle. Schnell. So, also das Spiel unterschickt dich schon zu bestimmten Stellen. Ja. Eine Art Missionsziele. Ja, und irgendwann ist dann möglich, mal mit dem Raumschiff den Planeten wieder zu verlassen. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Futtern hier. Vital signs stabilizing. Wieder ein unidentifiziertes Kreaturenei. Und ganz viele Batterien habe ich mit. Kupfererz habe ich. Ein Blei. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müsste ich ja zwei zusammen haben, ne? Ja. Jetzt habe ich zwei. Sehr schön. Zwei Blei. Jetzt kann ich mir einen Anzug bauen. Ist er. Bringt er dann auch ein bisschen Rüstung oder ist er nur gegen die Strahlen? Gut. Ich glaube, Rüstung gibt es hier nicht. Okay. Ah, habe ich ihn direkt angezogen. Mit Handschuh und Tauchermaske. Oder Strahlenschutzhelm. Schön. Und dann sind da ja, wenn ich das jetzt so ausgerüstet habe, rechts und links nochmal so zwei freie Felder. Für was sind die denn? Da, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so aktuell ist. Da konnte man früher diese Funksprüche reinpacken. Aha. Und dann hat man die gesehen. Also du konntest da diese Funksignale reinpacken und dann wurden die dir angezeigt. Mhm. Weil irgendwann hast du ja mal hier 10 Rettungskapseln und überall hast du bloß noch Markierungen, okay, wo die zu finden sind. Hm. Da konnte man die halt reintun und die, wo man schon erkundet hat, die sind dann weg. Hm. Ausgeblendet. Ja, jetzt muss ich mir noch ein paar Blubbelfische holen. Ein bisschen Vorrat wieder auffüllen. Hm, die können ja sogar springen, die Fischis. Ach ja, was könnte man denn jetzt noch machen? Komm her. So. Finde ich denn hier in der Umgebung jetzt noch wichtige Sachen oder müsste ich dafür jetzt noch weiter weg? Weil ich habe jetzt ja hier diesen Seegleiter mehrfach gefunden sogar. Und irgendwas anderes, was ich schon im Inventar also hätte. Das ist schon angezeigt, aber ich kann es nicht bauen aus irgendwelchen Gründen. Ich muss gerade mal gucken, was das war. Diese Parkstation für den, für das Transportvehikel irgendwie. Eine Parkstation? Nennt sich das so? Ja, das ist bei Geräte mit drin. Die Parkstation nennt sich das nicht, aber sowas in der Richtung. Die mobile Fahrzeugstation? Ja. Meinst du die? Ja. Ja, die brauchst du nachher, um diesen oder diese Seemotte zu bauen. Ah, gut.
Ich glaube, da kann ich dich noch dahin lotsen, wo man diese Fragmente findet. Hast du schon das Funksignal, ich glaube, von Rettungskapsel 3? Nee, warte mal, das müsste ich noch abhören. Das machen wir dann gleich mal.